sorry if I seem uninterested or I'm not listening, no I'm 10 Dinge, was Hasen nicht fressen dürfen. Schritt 1, ihr dürft nicht die Hagebuttendene geben, da könnt ihr krank werden. Weil 1, 2, 3 Tage dürft ihr nicht warten, ihr müsst sofort zum Arzt gehen, wenn die das fressen. Das ist hochgiftig. Schritt 2, die Brombeeren. Blätter dürfen auch nicht so einfach so gegeben werden, ihr müsst die gekaufte Blätter. Ich habe nämlich gegoogelt und nachgeschaut, das dürft man nicht einfach so geben, man muss die gekauft. Also gekaufen, die Blätter. Und dritter Schritt, die Zweige dürfen überhaupt nicht, ihr dürft die Zweige überhaupt nicht denen geben, das ist auch hochgiftig, weil das ist stachelig und kann gefährlich werden für die Kleintiere. Vierter Schritt, ihr dürft nicht auf den Acker solchen Streu holen, weil das könnte auch hochgiftig werden für die Tiere, weil da könnte auch Giftblätter dran sein. Fünfter Schritt, ihr dürft denen keinen Joghurtdrups oder wie man das nennt, denen geben, weil sonst könnte man auch Süßigkeiten und so geben. Auf keinen Fall diese Joghurtdrops. Ich weiß nicht gerade, wie man das nennt. Ihr dürft die überhaupt nicht geben, weil das könnte richtig krank machen, weil dann gehen auch die Zähne kaputt, weil das ist zu süß. Und dann könnte man auch richtiges Joghurt denen geben. Das ist gefährlich, was ihr machen könntet. Schritt 6. Ihr dürft nicht auf der Wiese den Tier lassen, da wo die Hunde hingekackt haben oder hingepisst haben, weil das könnte auch hochgiftig werden. So, jetzt zum Schritt 7. Ihr dürft keine nasse Sachen den Hasen geben und die Tiere, weil das könnte richtig giftig sein für Tiere. Dann kriegen sie Blähungen, Durchfall und so. Und dann habt ihr die Scheiße rein. Bitte nicht da, wenn es feucht ist und sobald ihr weißt, dass es geregnet hat oder feucht war, ihr dürft es auf keinen Fall nasses Gras denen geben. Die kriegen Blähungen und Durchfall. Schritt 8, ihr dürft nicht so viele Trockenfutter denen geben, weil so viel Trockenfutter ist ungesund. Dreimal am Tag könnt ihr es geben oder zweimal am Tag am besten, aber mehr nicht. Weil das ist nämlich Weizen und das ist richtig, also das ist nicht gesund. Schritt 9, ihr dürft denen nicht so viele Weizenbrötchen geben oder Weizenbrot, das könnte auch krank machen. Ihr dürft 2 oder 3 Brötchen denen geben oder 4, aber nicht mehr. Schritt 10, ihr müsst die Tiere jeden Tag ausmisten oder jeden zweiten Tag, weil das, wenn man die nämlich nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder so ausmistet, können die krank werden, können sie Schnupfen kriegen, niesen und so. Ihr müsst die jeden Tag, weil das geht nämlich richtig hinauf und dann in ihre Nase und dann können die richtig krank werden. Also bitte unterlasst und tut bitte, wenn ihr eure Tiere helfen wollt, bitte jeden Tag ausmisten. Ne? Jeden Tag frisches Streu, jeden Tag frisches Stroh oder jeden zweiten Tag frisches Streu oder und jeden Tag, also jeden zweiten Tag Stroh und Streu. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und vergisst nicht, jeden Tag eure Tiere zu füttern. Weil die Tiere brauchen richtig viel zu essen. Weil die haben richtig viel Hunger. Das sehe ich auch bei meinen Tieren. Der will, wenn er mal Hunger hat, springt er auf und macht ein Männchen und will versuchen aufzumachen. Also es war's jetzt schon wieder heute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt und noch mehr Tipps wollt, bitte kommentiert mein Video und schreibt, was ihr noch mehr für Tipps wollt und ob ihr noch Videos haben wollt oder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Macht, was ihr wollt, aber bitte, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar machen würdet. Tschüss! Jetzt war's das schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vergesst mich nicht zu kommentieren, weil das würde mich echt freuen, wenn ihr kommentiert und einen Daumen hoch macht. Tschüss.